Oh, ich hab Schluckauf. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu diesem... Ich glaube, mein Schluckauf ist weg. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute Freddy. Freddy, ganz kurz, wie viel ist dein Outfit wert? T-Shirt. 150 Euro. Runtergesetzt. Mütze, Sturmwaffe, wie viel? Das war teuer. Link in der Beschreibung. Hose, wie viel? Keine Ahnung. Okay, sagen wir 100 Euro. Schuhe, was ist das hier? Kilian, was sind das für Schuhe? Adi, das sind die günstigsten, 120. Ich, meine Freunde, Ultra Boost hier, glaube ich, ne? Ja, Ultra Boost Uncaged. Ganz genau. Meine Hose, minimal 60 Euro. Shirt, glaube ich, 90 Euro. Und das hier habe ich Second Hand, 20 Euro. Ich hab ein Video gemacht, wo ich bei Prada und Louis Vuitton auf der Seite war und den teuersten Artikel gesucht habe. Und? Wie teuer? Schon 6.000. Link ist hier oben in der da verlinkt. Leute, wir haben heute wieder Folgendes vor. Kilian Jonas, der alte Ehrenmann, hat wieder die ganze... Ich hab Schluck auf, was nervt. Ich wollte gerade sagen, du musst... Okay, ganz kurz. Ah! Ich halte die Luft an, bis es aufhört. Okay. 6 Stunden später. Wir sind aber 10 Minuten, perfekt. Super. Wir haben heute wieder Folgendes vor. Kilian Jonas, der alte Ehrenmann, hat die ganze Nacht durchgegast und wieder YouTuber-Outfits für uns rausgesucht. Freddy und ich müssen jetzt gucken, was die Dinger wert sind. So. Guck gerade so. Fertig. Twitter. Das macht echt ultra viel Arbeit. Digga, du musst ja jedes einzelne Teil raussuchen. Ich zeig euch das und dann zähl ich runter 3, 2, 1 und dann baller dir raus, was das Outfit wert ist. Und ich kann dir sagen, es zählt nur das, was auf dem Bild an Klamotten und Schmuck halt zu sehen ist. Also okay. Wenn jetzt Katja zum Beispiel 2000 Euro Buttplug im Arsch hat, schön für sie, zählt aber nicht. Kilian, fangen wir an mit dem ersten Bild, bitteschön. Das erste Foto ist wieder vom Ehrenbruder, muss ja noch yeah. Von Kylo. Und auch ein sehr, sehr cooles Foto. Er greift sich an sein bestes Stück. Und die Hose zählt mit dazu, kann ich sagen. Weil Kette, das ist eine Jordan, okay. Boah, die Kette weiß ich nicht, wa? Die Kette weiß ich genau, weil ich jeden Tag die Storys gucke. 3, 2, 1. 1 Million Dollar. 11.800. 45.000. 45.000? 11.800. Er trägt keine Uhr, Freddy. Ach shit. Aber war die Uhr, war die Kette nicht 40.000 Euro? Nee, die Kette war 11.000, das ist die Königskette. Die Rolex kostet 5. Ich hab 11.800 gesagt. Wie willst du? 11.800 habe ich gesagt. 11.275. Shit! Die Königskette, 11.000. Ich dachte, die Brille wäre ein bisschen teuer, Digga. Ja, das ist eine normale, ich glaube, Carrera kostet ein Huni. Das T-Shirt, den Sweater gibt's bei Snipes für 60, die Hose auch. Stark, Digga. Okay. Da habe ich jetzt 1-0 geholt. 1-0. Knappes Ding, aber 1.000 Euro vorbei, kann man machen bei Outfits. Das ist ja cool. 20 Euro. Als nächstes. Wirklich jetzt. Ich war Second Hand Store. War Kick wieder. Second Pick and Wait, Second Hand. Bist du nicht Revi, du so geweckt. Ich stinke noch ein bisschen nach Second Hand. Riechst du das? Die riecht so voll Second Hand. Egal, hab nicht gewaschen, weiter. Okay, wie auch. Also in mich selber. Nächstes. Wie auch schon im letzten Video, muss ich ja auch meinen Vorteil aus dem Video ziehen, ne? Natürlich. Sau hässlich, Alter. So, was haben wir hier? Ein hässliches, ist das Adrett von deinem Hemd? Ja. Du bist so ein B***er, Alter. Ja, okay, da weißt du mehr. Ich war nur 9-mal auf der Welt. Crom de Garçon Schuhe, okay. Was? Crom de Garçon? LFDY Hose, okay. Okay. Luco Rassau irgendwie, ja. Shirt, ganz normal H&M, so wie ich dich kenne. Also, wenn Freddy da jetzt den Punkt holt, Freddy, dann ist Freund. Ich merke, das ist schon ein bisschen. Okay. Ich weiß genau, 3, 2, 1. 520. 450. Freundschaft beendet, Bruder, 280 Euro. Hä? Was? Ich dachte, die Schuhe wären so ultra teuer. Das kommt in das Rohr, Digga. Ja, nee, aber 140. Mega lecker. Okay, ich hatte die Schuhe mit 300 Euro im Hinterkopf. Ja, aber Bruder, ich bin enttäuscht, Mann. Jetzt, hör doch auf! Kann ich ja nicht wissen, Alter. Da hol deinen Schuh zurück. Hast Thomas getötet. Gib mir meine Schuhe. Was ist das für einer? Adidas? Adidas Continental. Juck mich nicht, Alter. Nächstes Bild. Continental, Alter. Okay. Adidas Business Class sitzt ihm. Business Class, also das nächste Bild ist von meinem guten Homie und Freund. Mamacita! Super, wir sehen hier eine Louis Vuitton Kappe, eine Rolex, eine Nightjacke, eine Sonnenbrille. Boah, bei Uhren habe ich echt so keinen Plan. Kappe? Ist es nicht Sieht aus wie Nein, Digga. Was ist denn das XXX? Das Triple X. Triple X, Alter. Triple X Kappe. Balenciaga? Ist es Balenciaga? Ich verrat's dir nicht. Okay. Sag's doch jetzt nicht. Ich sag's dir nicht. Perfekt, ein Knie. Aber ist das ein. Das ist ein Nike Pulli, ne? Das ist ein Nike Pulli. Die Hose zählt nicht mit. Das ist eine Submariner. Ich hab ihm vorhin heute Morgen extra noch gefragt, was die gekostet hat. Ist eine Submariner, oder? Ich sag dir nicht. Ist es eine Submariner? Ich sag nicht, was das ist. Die Kappe meine ich. Okay, habt ihr? Nee, ja. Warte, ich muss noch mal ganz kurz Also, Uhr, Jacke, Sonnenbrille und Cap. Boah, ich weiß bei der Uhr nicht. Ja, die Uhr, das ist halt wieder deswegen so, weißt du, geht gerade noch 45 so Uhren, ne? Das ist ja das Ding, das hat er mir selber gesagt. So. Okay, aber das ist ein guter Hinweis, alles gut. Das ist ja so ein Casual-Outfit mit so einem Nike-Ding. Ja, ja, denke ich halt auch. Ja, ja. Okay, gut, Kilian, go. 3, 2, 1. 9.400. 3.500. Wie viel? 3.500. 9.400. Ja, Revi kennt ihn halt auch ein bisschen besser. So, was? Weil nee! Das ist ja eine Rolex, die er trägt, ne? Ist eine Submariner, ja, oder? Ja, was weiß ich? Ist es Deepwater?
Oh, ist das eine Submarine? 12.780. Boah, ich dachte, dass die Uhr sogar nur bei 8 liegt. Ich dachte, das wäre seine günstigste, Digga. Als ich Pietro gefragt habe, was für eine Uhr ist, hat er gemeint, ach, das ist eine ganz normale, die kostet nur 12.500. Können, okay, wir kurz gut, ja. Können wir ihn jetzt kurz anrufen, FaceTime, fragen, ob ich eine Uhr haben kann, wenn sie ganz normal ist? Nein. Das ist egal, nächstes Bild kommt. Freddy, ich sag mal so. Wie steht's denn jetzt? 2-1. 2-1. Rita, also, du bist meine Mama Seta, ich leck deinen Dieter. Das reicht. Okay, als nächstes haben wir den Ehrenbruder Rob Crispy Rob. Knusprig. Den knusprigen Rob. Oh, Casper Materia mag der dazu? Die zählen nicht mit rein, die Jungs. Also hier zählt mit rein eine, die Cap. Ich kann euch sagen, die ist von Supreme. Oh. Die Cap. Das ist dieses. Was Supreme. Ist das für eine Uhr, Digga? Die Uhr ist von diese. Gucci. Oh, okay. Ernsthaft? Ja. Und Rob trägt Gucci-Uhr? Ja. Und das Shirt ist von LFDY. Fast Diane. Ja, ja. Ich habe Rob auch heute Morgen extra noch gefragt, was die Uhr denn gekostet hat. 3, 2, 1, 2000 Euro. Boah, jetzt muss ich rechnen, Digga. Thomas soll eigentlich helfen, aber guckt einfach weiter auf sein Handy. Ihm juckt rein, wer... Ich glaube es nicht, Freddy. Was? Du hast gesagt 2000. Ja. Revi hat gesagt 580. Ja. 1340. Das heißt, Freddy ist ganz knapp näher dran, weil Freddy ist nur 660 entfernt. 1200 Euro für eine Gucci-Uhr, okay. 760 entfernt. Echt, Supreme-Kappen sind nur 80 Euro? Ja, wenn du normal bei Supreme bekommst. Okay, aber die sind einfach nur schnell vergriffen. Genau. Ne? Rob, das ist mit Abstand die hässlichste Uhr, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich finde die eigentlich ganz geil. Verbuddel dich, nächstes Bild. Es steht 3... Das kommt auf mein Merch. Verbuddel dich. Fair. Wie viel steht's gerade? 3-3? 2-2. Freddy rasiert dich jetzt. Der nächste Ehrenbruder posiert vor seinem Auto, und zwar ist es der Ikramix. Hat der eine Uhr an oder was ist das oder Armband? Das habe ich nicht mit reingezählt. Ich habe reingezählt. Er hat Givenchy? Ich habe die Slides reingezählt, also die Schlappen. Was? Ey, ich bin so Adidas und dann hört mein Horizont auf. Dafür, dass ich 2 Punkte gemacht habe schon. Aber... Alexander Wang ist schon toll rare. Ich sag dazu gar nichts. Weil ich will euch nicht beeinflussen. Hast du zum Glück noch nicht gemacht bei den letzten... Zieh mal kurz an dein Bein hauen. Oh! Super. Darf man überhaupt in Deutschland mit Schlappen Auto fahren? Nein. Und nee, ne? Doch, nee, mit ich wurde schon mal von der Polizei angehalten und hatte nur Badeschlappen. Mit hochgezogenen Adidas-Strümpfen ist aber okay, weil dann bist du der Power-Einmann. So. Ach ja, stimmt. Weil dann so haben sie Schuhe an. Nee, aber hochgezogen. Eine Socken, Bruder. Okay. 3, 2, 1, 560. Dass ihr was weit auseinander seid. Ja. Das komplette Outfit kostet 430 Euro. Mann! Ich glaube halt an das teure in Menschen. Ja, aber dieser Hoodie, der Hoodie ist Pedro da. War auch gar nicht so teuer, kostet 160 Euro. Ich hab die Schlappen auf 300 geschätzt. Hose ist von Chimistelics. Ja. Ich weiß gar nicht, auf wo ich so viel Geld gekommen bin. Das französische, dachte ich, 1000 Euro Schlappen oder so. Ja, aber... So auf GTA lief gut früher Zeit, weißt du? Jetzt Fortnite Hour. Ja, was weiß ich. Gut, next Bild, let's go! Okay, als nächstes haben wir den SKK-Bratan, Serkan Urfa. Der war bei uns, der ist lustig. Ah doch, warte, die Kette kenne ich von Barca. Das ist von Barca, das ist eine Versace-Kette. Für die Uhr, dass Freddy jetzt einen Tipp hat, ist wieder eine Rolex. Mhm. Ah, okay, cool. Ich denke eine GMT Master 2. Ah, das, ja. Okay, okay. Oh, Gucci-Slappen. Ja, aber die Hose habe ich nicht mit reingezählt, weil ich nicht wusste, Gucci-Slappen. Ja, es ist auch keine Hose, es ist eine Boxershorts. Gucci-Slappen, Gucci-Slappen, er hat gerne Gucci-Slappen. Okay. Okay, 3, 2, 1. 12.600. 10.000. Mir ist es jetzt egal, weil du hast nur die Rolex gesagt und ich dachte mir, 15.000. Es gibt aber auch günstigere Rolex. Oh Mann! Ja, du gibst mir doch nicht den Tipp, wenn die letzte 12.000 gekostet hat und das ist eine günstigere. 8.000er Rolex. Ach Mann! Dann ungefähr, die Gucci-Schlappen dazu, dann wie, noch das Off-White-Shirt. Was denkst du? Gucci-Schlappen 450. Nee, 200. Okay, Off-White-Shirt 300, 200. 250. Versace-Kette? Versace-Kette 400. 200. Okay. Aber not bad. Gut. Schade, Freddy. Not bad. Kann ja immer noch... Ich habe noch nie was mit Mode gemacht, Mann. Ich auch nicht. Ich habe die Hose, seit ich im Kindergarten bin. Die wächst mit. Stretch, Bruder, stretch. Okay, als vorletztes der Ehrenbruder. Ah, das weiß ich. Sascha ist immer recht casual. Die Schuhe, die hat Paluten. Nee, die habe ich auch. Halt's Maul. Die haben wir zusammen. Nein, die hat Paluten nicht, sondern ich auch. Ja. Ach, Freddy macht sich gar keine Gedanken. Ja, ja. Doch, klar mach ich mir Gedanken. Schon, ich kenne ja die Schuhe, also okay. Alles gut. Ich glaube schon, ich glaube, ich bin nah dran. 3, 2, 1. 380. 360. Boah, was ist das denn? Ja, auf jeden Fall. Oh. Der, wieso? Warum? 460 Euro. Oh Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Der hat nicht mal einen Plan, der haut einfach raus. Nein, ich kann schon schätzen. Einmal Beinhaare ziehen.
Das hast du davon. Willst du mal auch Beine haben? Nee, absolut nicht. Wolltest du dem Outfit noch irgendwas sagen? Finde ich dope. Finde ich einfach fresh. Ich finde das am sympathischsten. Ja, die anderen sind alle nett, aber das, smart, ist so, das ist so. Auch Sascha ist smart. Ja. So. Er ist ein solider Typ, den mag ich sehr gerne. Dem würde ich das Auge küssen. Ich küsse ihm das Auge. Und zu guter Letzt haben wir doppelte Punktzahlrunde. Komm. Komm, alles oder nichts. Weil es steht 5-2, bringt mir nichts dann. Alles oder nichts. Doppelte Punktzahl. Nee, alles oder nichts. Ey, bin ich dumm, Digga? Da gehe ich doch nicht drauf ein. Klar. Okay. Ninja Warrior. Der letzte ist der Ehrenbruder Heiko Lochmann. Das ist der linke auf diesem Foto. Ah, ich bin die ganze Zeit auf dem rechten. Off-White-Schuhe. Casio-Uhr. Uhr habe ich nicht mit rein. Boah, Off-White, ey. Okay. 750. 850. Ach, als ob. Alles, ach, als ob jetzt! Alles oder nichts, 820 Euro. Ja! Leute, damit habe ich trotzdem 5-3 gewonnen. Das Alles oder Nichts, das ist dann leider doch nicht stattgefunden. Freddy, schön, dass du dabei gewesen bist, wirklich. Muss man einfach mal sagen, war eine geile Zeit. Schaut auf jeden Fall bei Kilian und Freddy vorbei. Kilian fehlt nicht mehr viel, bis zu 100.000. Bin ich also, auf jeden Fall alle dahin. Jetzt abonnieren. Mach den Jungen, alle jetzt wollen. Abonnieren. Deine ich Kamera verraten, Thomas. Macht's gut. Thomas, schlechter Kameramann, EOS. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.